ich begrüße euch herzlich bei Tintchen TV. Heute möchte ich mit euch einen Koffer basteln. Und in diesen Koffer soll ein Mini-Album kommen und das möchte ich zum Geburtstag verschenken. Und zwar hat mich die liebe Martina, die mir diesen süßen, mini, kleinen, total originalgetreuen und unheimlich schönen Koffer geschickt hat, auf diese Idee gebracht. Ich hatte noch zwei Teile von einem alten Buch, also das Cover von einem richtigen Buch. Ihr seht hier schon das Oberteil, das hier ist das Unterteil gewesen und an dem musste ich mich größenmäßig orientieren, weil diese beiden Teile wollte ich verarbeiten. Also wenn ihr die Seiten aus einem alten Buch rausgerissen habt, weil ihr die einzeln verarbeiten wolltet, wollt für Journal-Seiten oder für irgendwelche Hintergründe, dann bleiben euch der Rücken und die beiden Coverteile. Und die habe ich jetzt genommen. Ich habe schon mal angefangen, weil ich nicht sicher war, ob ich das hinkriege. Und zwar, oder ob mir die Millimeter, sagen wir mal so, die ich da einkalkuliert habe, ob die reichen. Jetzt ist mir das hier festgeklebt, das ist ja übel. Also ihr könnt hier sehen, das ist das eine Teil von dem Cover. Und außenrum habe ich mit Graupappe gearbeitet. Und wie gesagt, die Maße wären eigentlich Quatsch, weil ihr habt ganz andere Bücher wahrscheinlich, wenn ihr mit alten Buchcovern arbeiten wollt, als die Größe jetzt von meinem war. Aber ich habe als Anhaltspunkt genommen, wenn ihr also 1,5 mm bzw. 2 mm dicke Graupappe habt oder Verpackungsmaterial, dann müsst ihr euch an der Stärke orientieren, wie immer. Und habe mir gedacht, wenn ich die Seiten für das Unterteil von dem Koffer, also hier für das Unterteil, weil das Oberteil muss ja drüber gehen, also ein bisschen größer sein, wenn ich das die Graupappe-Stücke für das Unterteil einfach auf den Buchrücken klebe und die anderen vor den Buchrücken, dann habe ich ja rundum die Millimeter, die Graupappe dick ist, schon mal als Spielraum und ich hoffe, dass das auch reicht. Ich habe das also fürs Oberteil habe ich hier nur 3 genommen und habe die auch nur halb so hoch gemacht, damit, wenn der Koffer nachher zu ist, so wie hier, von dem Unterteil auch noch was rausguckt. Und wenn ich das hier so drauflege, dann seht ihr schon mal so das Grundgerüst. Was ich jetzt freigelassen habe, das ist hier hinten das. Denn da möchte ich nachher einfach ein Stück Kraftpapier drüber kleben, damit ich das gleichzeitig mit dem, also wenn ich, nochmal von vorne, wenn ich hier hinten jetzt auch eine Graupappe geklebt hätte, dann hätte ich wieder gucken müssen, mache ich das mit Scharnieren oder wie kriege ich es dann zum Öffnen. Und deshalb habe ich das mir einfach gemacht, habe das hinten ganz weggelassen und werde jetzt hier einfach, so wie sie es wahrscheinlich mit ihrem Papierköfferchen auch gemacht hat, hier hinten einfach über die gesamte Fläche und hier in den Deckel rein Kraftpapier kleben und dann habe ich gleich meine Aufmach- und Schließfunktion, ohne dass ich da mit irgendwelchen Scharnieren oder Verschlüssen oder sowas arbeiten muss. Ich werde das jetzt wieder mit meinem allseits bekannten Nassklebeband rundherum verzieren und festigen, stabilisieren und so weiter. Das kennt ihr schon. Ihr schneidet euch die Größen zurecht und beklebt es einmal rundherum. Beide Teile, überall wo irgendwo eine Naht rausguckt. Und auch später für die Einheitlichkeit mache ich es hier auch drüber. Also einmal komplett rundherum Nassklebeband und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch, wie es aussieht. So sieht es jetzt aus, wie ihr das kennt. Rundherum verkleidet, innen und außen. Und hier auch alle Kanten. Dann habe ich mir das hier draufgelegt und habe geguckt, wenn ich hier hinten die Verbindung haben möchte zum Klappen, wie breit muss die sein. Also ich habe mir hier die Breite gemessen von dem Unterteil, weil das steht hier ja ein bisschen über. Das berücksichtigen wir nicht. Also ihr seht, ich hoffe ihr seht, hier, das bleibt ausgespart.
und bis hierhin, also das ist die Breite von dem unteren Teil, die ist jetzt bei mir 19, aber das ist ja immer optional, welche Box ihr habt. Und dann bin ich einmal mit meinem Lineal rumgegangen bis oben, also ich habe hier gemessen und habe das zusammengezählt. Und so groß habe ich mir hier das Teil gemacht. Und das werden wir jetzt erstmal hinten ankleben. Und vermutlich auch oben. Hinten und oben. Also einmal hier komplett aufkleben. Und dann müsste das gehen, wenn man das hier öffnet, dass das hier hinten mitschwingt als Klappe. Das machen wir jetzt auch gerade. Ich nehme also wieder den allseits bekannten Taggy. Lass aber die Falz hier frei, damit die nicht auch anklebt. Damit die ein bisschen beweglicher bleibt. So ungefähr einen halben Zentimeter, wo ich keinen Kleber anbringe. Es ist für mich das erste Mal, weil diese kleinen Koffer, die werden ja komplett aus Papier hergestellt. Und das wird nochmal anders gemacht dann. Deshalb hoffe ich natürlich, ihr wisst ja, ich mache immer so einen Quark, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Aber wir werden es zusammen rausfinden. So, die Falz habe ich mal freigelassen. Und dann werde ich das, muss natürlich erstmal ein bisschen anziehen jetzt. Ich habe das Kraftpapier, das ist also ganz normales Kraftpapier, habe das vorher hier an der Falz schon mal so ein bisschen in alle Richtungen gebogen, nach vorne und nach hinten, damit es ein bisschen weicher und beweglicher wird. Und das dann hier nachher leichter funktioniert mit dem Öffnen und Schließen. Ich hoffe, das hat was gebracht. Da kommt dann natürlich überall noch Motivpapier drauf, das ist klar. Aber jetzt wollen wir erstmal den Mechanismus haben. Gucken, ob das auch wirklich funktioniert, so wie ich mir das denke. Den Mechanismus, der das ganze Ding sich öffnen und schließen lässt. So. Das lasse ich jetzt mal gut trocknen, bevor ich hier irgendwelche Experimente mache und es mir dann wieder abknallt. Und dann gucken wir mal, ob das so geklappt hat, wie wir wollten. Damit ich jetzt nicht zu viele Schnitte habe, zeige ich euch gleich noch was anderes. Also das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Ich habe mir ja hier bei Doreen Beads diese großen Verschlüsse bestellt und die passen jetzt hier super für so einen kleinen Koffer, wie ich sie eigentlich wollte. Sind sie natürlich zu groß und habe mir hier Kraftpapierstreifen zurechtgeschnitten, also der Abstand ist hier, wo man das einfädeln kann, ziemlich genau 2 cm und die Streifen, die ich mir geschnitten habe, die sind so 2 mm kleiner und dann passen die nämlich hier durch. Und ich habe hier schon mal einen vorbereitet. So soll das dann aussehen, zumindest auf einer Seite, weil man soll den Koffer mit diesen Gurten nachher öffnen und schließen können. Und dazu nehmt ihr den Streifen, und zwar diese Streifen, weil ich mir nicht genau sicher war, wie mir das ausgeht mit der Länge. Das ist einfach eine DIN A4 Seite, die ist ja 21 breit und 29, hast du nicht gesehen, lang. Das ist einfach eine DIN A4 Seite, also von der Länge,
Also diese 29,5 oder was die hat, 29,23. Also eine DIN A4 Seite, 29,6 hat sie. Diese knappen 2 cm runtergeschnitten von einer DIN A4 Seite. Und dann habe ich mir hier, wo ich meinen Don einfädeln will, schon ein kleines Loch gemacht. Und zwar habe ich nur geguckt, wenn ich das hier reinschiebe und dass hinten so viel rausguckt, dass ich es hier noch befestigen kann. Das sind so ungefähr 3 cm. Also ihr geht in euren 2 cm Streifen oder etwas weniger als 2 cm, ungefähr 3 cm rein und dann die Mitte. Und da habe ich mir das angezeichnet für das Loch, wo dieser Don durch muss. Und es geht dann wieder so rein. Dann kommt der Don rein. Wir können das auch vorher ein bisschen weicher machen. Dann kommt der Don rein. Dann wird es da durchgezwirbelt. Und wird nach hinten gezogen. So. Und dann habt ihr hier hinten diese kleine Lasche. Und die mache ich einfach mit Brads fest. Also wieder mit diesen kleinen hier von Doreen Beads. Die kennt ihr ja schon. Die benutze ich eigentlich meistens. Und dann nehme ich mir hier meine Prickelnadel. Und mache mir hinten, damit ich auch wirklich diese beiden Dinger da erwische. Also damit ich es nicht hier reinsteche, wo es nur einlagig ist. Mache mir hinten zwei Löcher rein, die, wenn es geht, im gleichen Abstand sein sollten. Und die Brads, die mache ich dann von vorne rein, denn die möchte ich ja sehen. So. Das könnte man jetzt auch irgendwie anders machen, aber ich möchte natürlich auch diese Spielereien ein bisschen drauf haben. Diese Nieten und sowas. Ihr könntet das jetzt auch kleben, zum Beispiel. Aber der Effekt wäre dann nicht so schön. So, und jetzt habt ihr hier schon mal die zwei Gurte, die dann hier eingefädelt und zugemacht werden, aber mit Teilen, die von der anderen Seite kommen. Dafür müssen wir es aber erst dann mit Papier bekleben. Und für diesen Zweck habe ich nochmal so zwei lange Streifen. Und abschneiden können wir dann immer noch, wenn wir es aufgeklebt haben und sehen, es wird zu lang. Aber wir haben jetzt schon mal die Gurte und haben hier nochmal so zwei 1,8 cm breite und 29,6 cm lange Streifen für unsere Gurte nachher, die hier außen rumlaufen sollen. Was ich noch brauche, gebraucht habe, ich habe mir das natürlich schon mal ein bisschen vorbereitet, das sind solche Kantenschoner und die habe ich mir in schwarz gemacht. Und zwar habe ich eine Kreisstanze, keine Handstanze, sondern eine für die Joy, beziehungsweise für die Big Shot. Die hat einen Durchmesser von 4 cm und das habe ich mir, ich habe mir also verschiedene Größen angelegt und geguckt, welche am besten passt. Also die 4 cm schien mir so vom Größenverhältnis her am besten zu sein. Und damit die dann so aussehen und ihr sie so drumlegen könnt, also die werden dann hier festgeklebt für die Kanten. Damit die so aussehen, macht ihr Folgendes. Also ihr schneidet euch den Kreis in der Größe, die ihr braucht für euer Projekt. Und ich habe jetzt bei meinem festgestellt, die 4 cm, das sind hier 6 Rillen auf meinem Falzbrett. Also lege ich das so an, dass ich in der, das sind 12 Rillen, also hier der Durchmesser sind 12 Rillen auf meinem Falzbrett.
Also lege ich mir das so an, dass ich bei der sechsten Rille runterfahre. Dann habe ich hier schon mal eine mittige Falzlinie. Und dann lege ich es einfach so, dass diese Falzlinie, seht ihr das? Dass die hier diagonal liegt. Also möglichst gerad, so laut Augenmaß. Also nicht so, ihr seht schon, also nicht irgendwie schief. Seht ihr was? Ne, ihr seht es nicht doch. Also nicht so irgendwie schief, sondern dass die hier genau gerade liegt. Also waagrecht. Und wenn die genau waagrecht liegt, dann fahre ich wieder durch und dann habe ich das hier. Also so könnt ihr die Mitte ermitteln. Bei mir war es halt jetzt zufällig so, dass diese 4 cm Durchmesser 12 Rillen waren an der breitesten Stelle und ich an der sechsten Rille runterfahren konnte. Und wenn euch das so nicht ausgeht, könnt ihr das auch mit dem Lineal oder mit dem Zirkel ermitteln. Also dann habt ihr 4 gleich große Teile und von denen schneidet ihr eins einfach raus. Und dann habt ihr das. Und das könnt ihr dann an den Falzlinien knicken und hier als Schoner auf eure Ecken kleben. Das war mal das, was ich vorbereitet habe. Also die Eckenschoner, Kantenschoner, Eckenschoner. Und hier diese beiden Dinger habe ich euch jetzt gezeigt. Jetzt suche ich mir Papier aus. Und zwar von dem. Von dieser Kollektion. Die ist von Scrapberries. Und die passt super, finde ich, zu meinem Koffer. Und die werde ich mir zurechtschneiden. Messen ist klar. Kleben ist auch klar, wo ihr die kriegt, verlinke ich euch in der Infobox, wer Interesse hat. Und dann verkleide ich die Box und dann machen wir weiter. So, ihr Lieben, so sieht er jetzt aus, mit Papier beklebt, die Schnallen dran gemacht. Den Griff dran gemacht. Und zwar habe ich ganz einfach die Schnallen, die ich euch vorhin gezeigt habe, hier mal angelegt, um zu sehen, wie weit sollen die denn raushängen. Und dann einfach drumherum geklebt. Und hier unten genauso, da habe ich das eingefädelt hier. Dann habe ich geguckt, wenn ich ihn zumachen will, wo soll das erste Loch sitzen, damit ich ihn hier gut zumachen kann. Das ist natürlich Papier, deshalb könnt ihr da nicht wie blöd dran zerren. Es sollte also ganz leicht gehen. Und dann habe ich, nachdem ich das erste Loch mir angezeichnet hatte, mir einfach mit der Crocodile kleine Löcher noch reingemacht. So weit, wie ich gemeint habe, das soll jetzt hier oben abstehen, ohne dass da jetzt so ein langes Band raushängt. Hab mir mit meinem Envelope Punchboard, weil das kleine Ecken rundet und nicht so große wie mein Eckabrunder, hier die Ecken ein bisschen abgerundet. Und so würde es dann aussehen, wenn er geschlossen ist. Für den Griff habe ich einfach zwei Kraftpapierstücke übereinander geklebt. Ein etwas schmäleres und ein etwas breiteres. Ihr seht hier den Rand. Hab die zusammengeklebt, hab die gut trocknen lassen und hab die dann einfach hier, also über mein Falzbein gezogen, wie so ein Geschenkband, damit er schon ein schöner Bogen in der Pappe ist. Und hab mir den einfach hier mit Sticky Tape, den Brett habe ich zur Zierde nur reingemacht. Es ist also nicht mit dem Brett befestigt,
Der ist hier nur drauf, damit es schöner aussieht. Und geklebt habe ich es einfach hier an diesen beiden Zipfeln mit Sticky Tape. So. Und hier auch. Das ist mein Griff. Und innen drin habe ich einfach die Rückseite von dem Papier genommen. Mit diesen schönen runden Zahlen. Das hat mich irgendwie an Stoff erinnert. Das fand ich knorke. Und jetzt überlege ich, ob ich hier innen vielleicht noch so eine Einstecktasche für Tags mache. Und zwar ist in dieser Papierkollektion, da geht es eigentlich mehr ums Schreiben, Presse, solche Sachen, große Tageszeitungen. Ich habe da auch einen Bogen, da steht oben eine New York Times drüber. Es geht wohl mehr um Presse und solche Sachen, aber ich habe hier so kleine, weil Koffer ist ja irgendwie immer Reise, solche kleinen Tags gefunden, die so aussehen wie so abgerissene Karten bei der Bahn oder bei der Straßenbahn, wie solche Scheine. Hier das Postcard, man schreibt ja auch Postkarten, wenn man verreist. Die werde ich also da noch ausschneiden und werde die entweder in dem Album verarbeiten. Ich habe ja immer zwei Bögen von jeder Sorte. Oder werde hier oben vielleicht in den Koffer noch so eine kleine Tasche reinmachen, wo man dann diese Postkarten, die man dann schreiben kann von unterwegs, oder diese Abschnitte reinstecken kann. Und ja, das habe ich bis jetzt gemacht. Also von dem Koffer bin ich schon mal ganz angetan. Ich hätte nicht gedacht, dass es auf Anhieb so gut klappt. Aber dank der Vorlage von der Martina konnte ich mich da super orientieren. Jetzt werde ich noch meine Eckenschoner ankleben. Da macht ihr also auch einfach nur Flüssigkleber drauf und klebt wieder hin. Dann sieht es noch mehr wie ein Koffer aus. Und dann werden wir zusammen das Album machen. Und ich mache das so, dass ich mir den Raum ausmesse, den ich habe. Das habe ich euch schon öfter, sorry, das war mein Stativ, das habe ich euch schon öfter an Boxen gezeigt. Ist klar, das Album soll nachher da reinpassen. Also so, und man soll vielleicht auch noch reingreifen können, aber dann, dass es mir da nicht zu klein wird, wenn hier die Finger noch reinpassen sollen, werde ich versuchen, die Box komplett auszunutzen und werde vielleicht oben auf das Cover auch so ein Band machen, so wie ein Gürtel. Und an dem Gürtel wird man es dann rausheben können. Das war der Plan, damit ich es nicht noch schmäler machen muss, als die Box jetzt ist, die ich ja vorgegeben hatte durch mein fertiges Buchcover. Also die Breite wäre hier bis nach außen 11 cm. Also würde ich sagen, ich mache das Album 10, endgültige Größe. Und in der Höhe 18. Also die Höhe ist 19, aber es soll ja nicht so stramm drin sitzen, dass man es gar nicht mehr rauskriegt. Also mache ich das Album 18 hoch und 10 breit. Das schreibe ich mir jetzt gleich mal auf. Höhe 18 mal Breite 10. Genau, 10 mal 18. Dann habe ich noch so einen halben Zentimeter oben und an den Seiten frei. Das reicht, damit es da nicht zu stramm wird. Und die Höhe, die liegt hier bei guten 6. Also würde ich sagen, ich mache das den Buchrücken 5 oder maximal 5,5. Also Rücken, Breite 5 bis 5,5. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil die Komma 5,
gehen mir vielleicht nicht aus. Und in der Höhe auch wieder 18, also mal 18. So ermittle ich das, dann passt mir das da gut rein. Und ja, ich werde mir die Seiten zuschneiden, gucken, welche Papiere ich nehme. Und beim nächsten Zwischenstand schalte ich euch wieder zu. So, jetzt, bevor wir mit dem Album anfangen, zeige ich euch erst, wie der Koffer fertig aussieht. Also hier habe ich jetzt die Ecken draufgeklebt. Das sieht supi aus, finde ich. Und hier unten, weil die Martina hatte ja auch noch Füßchen drauf gemacht, die habe ich total vergessen. Ich habe hier solche Metallklebesticker vom Action. Da habe ich mir jetzt auch noch Füßchen drauf gemacht. Und was ich auch noch gemacht habe, das ist so ein Tag. Da habe ich mir einfach zwei ausgestanzt aus Kraftpapier und habe mir die aufeinander geklebt, damit das Ding ein bisschen stabiler ist. Und noch einen kleinen Schlüssel. Das Tag wird noch beschriftet. Und es kommt dann, wie bei der Martina hier auch, ordentlich wie wir sind, hier an den Griff, damit man auch weiß, wem der Koffer gehört und natürlich mit Schlüssel, damit man, wenn er verschlossen ist, ihn auch aufschließen kann. Das war's und jetzt kommt das Album.